Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Bard's Tale. Und wir sind jetzt schon fast am Bergtempel angelangt. Allerdings will ich den Bereich hier schon noch ausdünnen mit den Gegnern. Also die Party machen wir hier schon noch kalt. Aus Prinzip und weil ich es kann. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Gegnertypus uns dann im Bergtempel tatsächlich erwartet. Das kann ich nie mehr sagen. Wir sind ja nun schon fast da. Aber die Ecke wollte ich mir hier trotzdem noch angucken. Und hat sich doch schon wieder gelohnt. Ein verzierter Armreif. Na gut. Dann können wir jetzt direkt, gespeichert habe ich vor dem Beginn des Parks, können wir direkt in den Bergturm rein. Der Barde hatte sich durch Eis und Schnee zum Bergturm vorgekämpft. Darin erwartete ihn sein bislang tödlichster Gegner. Der Bronzekrieger Luke, zweiter der Turmwächter. Da spielt immer das Titellied, wenn die Türen aufgehen sollen, finde ich auch gut. Übrigens war das einhändig, fand ich super. Da kann nicht jeder mit um, ne? Jetzt sollen wir wahrscheinlich erstmal wieder eine Standpredigt von dem kriegen. Ich glaube, das läuft wie mit Hörn. Ich habe mich gefragt, wann ihr wohl hier auftauchen würdet. Ich warte schon eine Weile auf eure Ankunft. Ich bin natürlich Lou, der Wächter dieses Turms. Und ihr seid der Mann, der den alten Hörn alle gemacht hat? Ihr wirkt ein bisschen schwächlich auf mich. Alles Ansichtssache. Könnten wir die Sache hinter uns bringen? Ich habe eine Prinzessin zu retten. Und je eher ihr besiegt seid, desto eher wird sie... Naja, können wir es hinter uns bringen? Prinzessin? Hahaha! Ich bewundere es, wenn ein Mann für die Frau stirbt, die er liebt. Wer hat was von Liebe gesagt? Bevor wir kämpfen, gibt es ein paar Formalitäten zu beachten. Zuerst einmal, würdet ihr umkehren? Umkehren? Nicht nach allem, was ich durchgemacht habe. Eine Umkehr kommt nicht in Frage. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Seht euch meine Arena an. Beeindruckend, nicht wahr? Allein der Anblick macht einen Kampf bereit und bringt das Blut in Wallung. Es gibt nur zwei Dinge, die mein Blut wirklich in Wallung bringen. Das eine davon könnt ihr euch nicht leisten und das andere wäre gesellschaftlich nicht akzeptabel. Können wir jetzt anfangen? Oh, so leicht ist das nicht, mein Freund. Erinnert ihr euch, dass ich Formalitäten erwähnt habe? Ihr müsst euch erst als würdig erweisen, bevor euch die Ehre zuteil wird, gegen mich anzutreten. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, das mit dem würdig erweisen zu überspringen, könnte ich... Beginnen wir ganz leicht. Ein echter Mann sollte meine Handlanger besiegen können, bevor die Zeit abläuft. Das ist kein Drama. Damit geht das wieder relativ gut. Gerade bei den Gegnern Massen ist das wirklich sinnvoll. Haben wir es noch geschafft, sie zu besch... Jo, haben wir. Sehr schön. Sehr gut, aber meine kleine Schwester hätte das auch geschafft. Machen wir die ganze Sache ein wenig interessanter, ich hab noch ein paar Steine, so ist das nicht. Nein, wollte ich doch gar nicht. Mist! Hören! Da war ein bisschen zu dreist. Ich hoffe, ich erwische welche und diese nicht außer Reichweite.
Au. Nee, lass mal. Söldner? Bereit für den Kampf. Das ist auch so ein typisches Rollenspiel-Klischee, Arena-Kampf. Ich beginne zu erkennen, warum ihr Hörn bezwungen habt. Lasst uns sehen, wie gut ihr wirklich seid. Jetzt sollte ich sie alle echt gut erwischen. Das ist auch noch die berittene Polizei. Und dann noch in Rüstung. Mann. Doch. Ja, jetzt guckst du, wie die schaust, wa? Schön gemacht, sehr schön gemacht. Nicht ganz so gut wie meine Bestzeit, aber dennoch ausreichend. Ich frage mich, wie ihr wohl mit einem ausgewogeneren Angriff zurechtkommt. Das war ziemlich knapp. Da haben wir ganz schön eine reingedrüsselt gekriegt. Mit einem Schlag fand ich das jetzt ein bisschen übel. Ich nehme dann gleich mal noch Heilung mit rein. Warum geht das nicht? Haben wir keine Steine? Doch, wir haben nur noch Steine. Hallo? Ach, wir dürfen nicht heilen. Das ist natürlich doof. Zeit für meinen Lohn. Dann holt's mal halt einfach mal so rein. Au. Unsere Heilung fällt flach. Gut. Sind wir noch mal ein bisschen böse. Ich kann sehen, dass ihr tatsächlich gefährlich seid. Vielleicht ist eine neue Art von Test angebracht. Was? Die Uhr läuft nicht? Sind eure Spiele schon vorbei? Gerade begann es mir Spaß zu machen. Oh, ein Spiel habe ich noch. Es wird euch gefallen. Das Ziel ist ganz leicht. Ihr müsst es nur lebend bis zur Turmspitze schaffen. Yeah. Und ist dort oben. Das hoffe ich. Ich würde euch liebend gern selbst erledigen, aber ich bezweifle, dass ihr das Zeug dazu habt, es zu schaffen. Super. Warum ist er nicht einfach runtergekupft? Hat er gesehen, dass wir kämpfen können? Ach, herrlich, die Klischees. Halt, wir nehmen uns erstmal unsere Söldnerin mit rein. Kriegerin, Entschuldigung. Ihr braucht meine Hilfe. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Wäre schön. So, hier gibt's nichts. Das ist schlecht. Hier wird wirklich jedes Klischee durch den Kakao gezogen. Geht's da weiter oder ist das ein Geheimgang? Der Barde erhascht einen Blick in seine mögliche Zukunft. Er wusste, dass ein scharfes Schwert wie auch ein scharfer Verstand nötig waren, um dem Schicksal der skelettierten Überreste zu seinen Füßen zu entgehen. Ich mag es, wenn ihr das Offensichtliche erwähnt. Jetzt gibt's wieder einen Einspieler.
Das werde ich sinnvoller einsetzen als ihr, mein Freund. Nicht? Ich habe gedacht, jetzt kommen die Drow wieder und singen. Aber mei. Also hier lohnt sich's umsehen, wirklich. Auch wenn es nicht viel direktes Zeug gibt, aber... Mei, mei. Ich will nicht meckern. Hier gibt's nix. Okay. Schade. Einen Raum haben wir noch und dann geht's gegen die Gegner. Hat die Kamera gerade nicht so gewollt wie ich. Noch ein Zeug. Gott, haben wir Zaster. Ich habe die Kiste schon gesehen, Leute. Was ist denn da Nettes drin? Drei von den Kristallen, das ist schön. Wir haben ja einige jetzt auch im Kampf verbraten. Aber ich will das auch mal so angehen, von wegen... Kann man auch mal machen. Weil... ist auch wieder so ein typisches Beispiel, dieses Spiel. Ich hatte am Ende des Spiels immer so viele von diesen Kristallen übrig, weil ich gespart habe. Was nützt mir das, wenn ich das Spiel durchspiele, hab 100 von den Kristallen? Nö. Ich glaube, es hackt, oder? Sehr schön. Sowas. Ey! Spitzvoll. Der Fernkampf ist unfair, sowas macht man nicht. Ist unrundrianisch. Au. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Da geht's weiter. Schon auf die zweite Ebene. Ich glaube, es sind wieder vier und auf der vierten erwartet uns dann der Bossfight. Wenn wir wahrscheinlich jetzt wieder insgesamt fünf Parts oder sowas hier drin verbringen, da kann ich nun nichts für, aber... ist halt ein sehr ausuferndes Spiel. Sind die alle, die in dieser Machart sind, diese Action-RPGs? Zu PlayStation 2 und Original-Xbox-Zeiten. GameCube natürlich auch. So, der ist hinüber. Da ist eigentlich regulär angezeigt, bloß da ist doch bestimmt irgendwas... Stockfinster ist es vor allen Dingen. Da bräuchten wir denn den Fortifex-Zauber. Geht uns das hier auch so nicht? Hier ist beleuchtet. Wer ist uns denn verloren gegangen? Der Söldner. Bereit für den Kampf. Jawohl. Im Weg oder sowas? Nö, der hat bloß mehr gefressen. Welcher hat eigentlich? Wenn alle drei Pfeile treffen, dann ist das klasse. Zeug! Für Vasen zerstören bekomme ich nichts, also. Gut,
Viertelstündchen haben wir wieder, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Zugucken. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.